Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Sie vielleicht nicht. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil das anbringt? Geht schief. Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Ich komme darauf zurück. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Oh no. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles das glatt. Das muss doch nur schief gehen. Kinderspiel. Kinderspiel. Sprengung verzögert. Naja. Ob darauf so viel Verlass ist. Halt durch, Ethan. Ich komme. Ach du Kacke. Du schaffst das, Alex. Geh zurück. Du verletzt dich noch. Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Shit. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Scheiße. Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, was auch, dass das nicht auf dich überspringt? Ich wollte nur auf die andere Seite. Kinder. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich's tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Ich bin ganz schlecht im Beruhigen. Die Messe wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Oh nein, bitte nicht. Der einzige Weg ist zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Ganz, ganz blöde Idee. Nein, ganz, 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 ganz blöd. Nein, lass das. Eine dumme Idee. Ich schaffe das. Ach, was soll das?
immer zwei eingeschüchterte, ängstigte Leute dort. Shit. Shit, 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 shit. Was soll der Mist? Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Die Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ja. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor. Shit. Es darf mich nicht sehen. Im Abgrund. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Höhenangst ist die Angst zu fallen. Hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Ja, komm, jetzt. Quick Time Events. Pass auf. Schau nicht runter, okay? Kriegt er mir jetzt das Todes. Es sind nur ein paar Meter. EQBSD. Space. Sie kommt zurück. Halt das Seil, Schnaffgang. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Oha. Okay. Ja, Ethan. Ich hab ganz immer noch vorsichtig. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Lass nicht los. Komm mit. Glaubst du, der Stamm hält? Auf jeden Fall. Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich bin bei dir. Ich muss ihn beruhigen. Komm, ganz ruhig, Kleiner. Das schaffen wir. Gemeinsam. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Gleich haben wir's. Noch wenige Schritte. Gleich sind wir da. Ganz, ganz vorsichtig. Kleine Hilfen. Oh, shit. Ethan. Na komm. Das kriegen wir hin. Bleib bei mir, Ethan. Das kriegen wir hin. Das Monster kann uns gar nichts. Na komm. Ganz ruhig. Gleich da. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Und rüber hier. Nice. Sehr schön. Jetzt alle mal weg. Mal weg von diesem Ort. Nach Hause. Alle in Sicherheit bringen. Lieg dich rum. Aufstehen, auf nach Hause. In Sicherheit bringen.
Noch seid ihr nicht außer Gefahr. Ihr seid immer noch an der Schlucht. Ey, jetzt nicht. Schnell weg hier. Kommt es weg hier. Ach du Scheiße. Sie sprengen. Oh nein. Ach du Scheiße. Nein. Nein, nein, nein. Quick Time Event. Quick Time Event. Ach du heilige Scheiße. Nein. Scheiße, Mann. Nein. Ach du Scheiße. Wir konnten ihn nicht mehr retten. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Schatz freigeschaltet. Oh nein, Gabe. So ein Trick. Oh. Ende des Kapitels. Hier haben wir die Sachen, die wir hier, unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben. Alex hat Gabe von Evans Plänen erzählt. 51%, okay, da bin ich bei der Mehrheit. Alex hat Evans Pläne für sich behalten. Da dachte ich einfach, ich dachte, vielleicht haben wir irgendwie eine Möglichkeit, das zu verhindern, irgendwie, dass die irgendwie, wahrscheinlich nicht. Das wäre völlig egal gewesen, was wir gemacht hätten. Er wäre sowieso hingegangen. Das war so mein Gedanke, dass wir es irgendwie verhindern hätten können. Nix hat Wiley die Wahrheit gesagt. Naja, das war eher so 66% okay. Ich bin auch bei der Mehrheit. Mein Körper hat anders gehandelt, hat mein Kopf. Nix hat Gabe von ihrer Kraft erzählt. Ja, es ist ja so ein bisschen. Ich hat Gabe vom Aufwachsen in Fliegeheim erzählt. Es ist, die da anzugehen, ist halt, das finde ich ein bisschen geblöd sein. Ich hat Gabe auf der Brücke umarmt. Ja, das ist, Wiedersehen mit dem Bruder, das ist meine Fresse. 5% haben nur die Hand geschüttelt. Okay. Leute. Ich hat Wiley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Ehrlichkeit wäre am längsten. Alex setzte den Garten mit seinem Bruder auf. Ah, das war eine Entscheidung. Er hat nicht mit dem Gartenzwerg interagiert. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört. Oh. Alex hat nicht an der Musikstation angehalten. Das ist ja. Sind hier meistens bei dem. Bis jetzt hier immer bei der Mehrheit. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei krass. Okay, ob die Mehrheit gäbe es einen Nerd. Da war ich ja fast zu weit. Ich hat mit Gabe auf der Besengitarre abgeruckt. Dazu, dass es gibt, ja, kommt. Das hat uns doch zugelassen, zugeworfen. Das musste man doch aufnehmen. Ich hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Ja, ich weiß nicht, wie man das nicht hätte finden können. Das ist Gabe auch nicht gefunden. Wo man sich gar nicht, also wo man sofort runtergegangen ist und sich gar nicht umguckt hat, nicht die Jungs rausgeguckt hat, dann hätte man das. Aber wer macht denn sowas? Oh, hier sind wir erstmals hier in der Minderheit. Nicht in der Minderheit, aber nicht die meiste Meinung. Die meiste Meinung war, Alex war sich nicht sicher, dass. Was sie von Haven hält. Ich wollte ihn optimistisch, okay, ich habe die optimistische Antwort genommen. Die wenigsten haben die pessimistisch genommen. Alex hat Jet gesagt, sie war nie Kellnerin.
Na, ah, die meisten waren hier bei der Wahrheit. Haben nicht Gabes Geschichte zugestimmt. Ex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Ja. Jet war von Alex Arbeit als Kellnerin beeindruckt. Ja, haben wir das gut gemacht. War ja nicht viel zu tun. Steph hat gegen Alex ein Jukebox-Spiel verloren. Das hat mich auch überrascht, dass wir es hingekriegt haben. Die meisten haben das nicht hingekriegt. Steph hat Alex geschlagen. Alex hat nicht das Jukebox. Okay, 24%, was ist los mit euch? Gibt natürlich ein paar Spiele, das einfach durchwaschen, die dann, ne, die dann einfach ja Sachen ignorieren. Wayne hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. Oha, das tut mir leid. Wayne und Mac sind noch zusammen. Oh. Eine schlechte Entscheidung. Eine schlechte Folge von dem. Da können sie nicht mehr was getrennt. Ja. Das ist ein bisschen Suche. Ja, konnte man finden. Ah, hier noch was. Achso, nee, das haben wir schon gemacht. Weltstatistik. Achso. Statistik von Freunden. Keiner deiner Freunde hat Life is Strange Two Colors gespielt. Skandalös. Wirklich skandalös. Kapitel 2, Laternen. Ich würde den Enter und sagen, aber ja, Laternen. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mehr buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Oh, danke. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Noch, Ducky. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund.
Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Angst. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Aha. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Na gut, nicht ganz. Also, es ist jetzt nicht, er hat gesagt, dass er angerufen hat. Ich meine, das will ich ihm gerne glauben, aber... De facto haben wir das nicht gehört. Wir haben keinen Beweis dafür, dass das kein legitimen Beweis ist, dass er wirklich angerufen hat. Ich meine, ich will ihm jetzt nicht... Ich meine... Theoretisch... Ich meine, ich will ihm da nicht... Das ist aber... Wir haben nichts in der Hand. Ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Das habe ich ihm nicht. Wenn Gabe das gesagt hat, das stimmt, dann glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine laufende Ermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ja, aber jetzt wirklich. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Ja. Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab. Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Sie sagt's. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Schämt euch, dass ihr einen Streit anfangt. Es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Das ist ja wirklich nicht. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... halt den Mund, verdammt. Nein. Schwitzweisen bringt doch hier nichts. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Leute. Warum nicht dir? Traf das von anders aus. Na los, raus! Alex? Hey, scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay?
Nein, ich bin ein Wrack. Verständlich. Du musst dich nicht zusammenreißen. Dein fucking Bruder ist gestorben. Das ist... Du darfst weinen, du darfst trauern. Das ist meine Frage. Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du hast alles recht, jedes Recht, jetzt traurig oder wütend oder irgendwas zu sein. Lass raus die Gefühle. Keiner kann dir das übernehmen. Du spielst Gitarre? Ja, schon. Die war ein Geschenk. Von Gabe. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Okay. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Was ist jetzt los? Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Ich verstehe nicht. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Mein, es ist mir gerade irgendwie so ein bisschen, also. Setz dich erstmal auf die Couch, Das ist weinen, ein bisschen heulen, ein bisschen trauern, ein bisschen um deinen. Es ist hier gerade schon, das ist jetzt, will sich schon wieder, will sich in Steffs Gefühle einmischen, die nachführen. Ist meine Fresse. Jetzt kommt jetzt erstmal. Geh war auf hoch aufs Dach, irgendwie sitzt sie, liegt auf die Couch, liegt ins Bett. Es ist. Schmeiß mit Sachen um dich, sei wütend, sei traurig, sei. Verarbeite das. Was ist. Wo sind wir hier? Okay. Es geht hier irgendwie gerade. Trauer schon überwunden oder was? Ich will jetzt nicht in ihre Gefühle reingucken. Es ist mir jetzt eigentlich auch die Trauer empfinden, wie das ist. Alex hat gerade genug zu tun. Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke, Gabe. Holy shit. Was ist denn hier los, Spiel? Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Hey, Shushu. Danke, dass du hier bist.
Na gut, das Spielbild, das war jetzt hier. Ich frag mich, wie es ihr wirklich geht. Das war zu ihr gehen und... Davon zu leben ist echt nicht toll. Aber es ist besser, als die Wohnung zu verlassen. Kicker-Champion? Warum macht sie das so traurig? Ja, gut, wir sollen es herausfinden. Das finde ich, obwohl ich das hier wahnsinnig unangemessen finde.